Noch zwei Oxygen. Oxygen. Ja, in dein Cockpit ein paar Flaschen reinlegen nächstes Mal. Ja, vielleicht war die eine Flasche, die ich hatte, auch nicht mehr so voll. Die war auch nicht mehr gut, ehrlich gesagt. Die war schon abgelaufen. Ja, die hat ein bisschen gestunken. Der Sauerstoff da drin, der war nicht mehr gut. Nur nach Scheiße gestunken. Oh Gott, stell dir mal vor, ich glaub, das ist das Einzige, was du noch hast. Ich glaube, du hast in meine Sauerstoffflasche gefurzt. Das ist die Einzige, die wir noch überhaben. Fuck. Ach, Scheiße. Fuck. Bin im Weltall und du hast da reingefurzt. Ich kann nicht mehr. Nicht schon wieder. Oh. Ich habe einiges. Also gerade habe ich kein Oxygen mehr, aber ich verliere auch gerade kein HP. Also. Ah, du hast ja auch einen O2-Generator, ne? Nein. Dann wird dein Cockpit ja auch versorgt. Ne, doch nicht. Hä? Den habe ich auch gebraucht. Ah. Der ist nicht mehr dran. Okay. Habe ich nicht mehr. Das ist natürlich schade. Wenn er mit dem Cockpit verbunden ist, dann hättest du überhaupt keine Probleme. Wenn du alles mit drin hättest. Ich glaube, ich höre auch, dass ich verrecke. Sehr schön. Also ich mache Geräusche. Ja, man macht Geräusche. Ich weiß. Wenn man stirbt. Ja. Ist das erste Geräusch abseits von Thrustern, was du hörst, oder warum? Nee, ich meine, ich höre so Keuchen. Aber ich verliere halt auch kein HP. Also solange nichts passiert und das Game sagt, nee, du, alles fein, dann ist doch gut. Ganz komische Situation. Ja, stimmt, das Null. Hä, wie geht das denn? Du Cheater. Das ist voll chillig mit Forward Thrusters und Hoch Thrusters und ich fliege jetzt gerade einfach genüsslich dahin. Lass mich nur so ein bisschen fallen, ne? Aber einen vollen Schub nach vorne. Das ist chillig. Aber ich werde auch nie wieder da oben. Leck. Ich werde nie wieder da oben hinfliegen, so. Ich habe jetzt Uran geholt. Das nächste Mal kannst du Uran holen, Alter. Kein Bock mehr. Ich baue das Ding hier noch mal besser und dann... Adieu. Auch gut gezeigt zu haben. Ja, wir haben es jetzt mal gemacht. Aber ich habe jetzt auch, glaube ich, eine Stunde oder zwei damit verbracht, da im All rumzufliegen, wie Depp. Ja, ist auch Space Engineers, Bray. Ja, aber ist ja nichts passiert. Was erwartest du? Warum ist im Weltall nichts? Ist ja voll lame. Das neue Game. Weltall. Einfach Leere. Ja, ich falle ein bisschen zu sehr. Mal ein bisschen stärker machen hier. Dass du nicht stirbst, ist so strange. Aber ja, so ist es halt, ne? Oh Gott. Ich habe noch nie so viele Blöcke gesetzt. Das stimmt gar nicht, Alter. Ich habe schon so lange in meinem Leben Minecraft gezockt. Das stimmt überhaupt nicht. Digga, jetzt habe ich einfach 414 Abonnenten, ne? Also gerade ist Stream, kriege ich bei den Stream die meisten Abonnenten, Digga. Das ist unfassbar. Ah, da ist die Base. Kann langsam YouTube. Weniger. Machen. YouTube Deutschland wird langsam auf dich aufmerksam. Oder Twitch. Meinst du, ich werde Kanal der Woche bei Mr. Trashbag? Hoffentlich. Wirst du gepusht, yo. Hallo, ich bin wieder da. Ich qualm ein bisschen, aber ne, das ist alright. Moin, Meister. Oh Gott, das Bremsen, yo, ich bin schwerer geworden. Ja, ich merk's. Ui. Jo, siehst du das? Ei, mit der Gravitation. Uff. Das war ich im Weltall gar nicht mehr gewohnt. Da ist zwar auch die Beschleunigung schwerer, wenn man viel wiegt, aber. Oh Gott. Ja, man hört, wie ich ersticke. Aber das ist fein. Everything is fine.
Ne, wenn ihr richtig hinhört. Aber man hört es auch. Einfach mal durch die ganze Base hier durchstrahlen mit den Flammen. Oh, Junge, wie groß ist diese fucking Plattform? Boom. Connected. Easy going. Passt die ganze Zeit verreckt. Ja. Und immer noch. Tank. Ja, ich kann die einfach vollfüllen noch die ganze Zeit weiter. Ja, die Bots haben auch gleich alles repariert. Schön. Oh, mein O2 ist wieder voll. Warum ist mein O2 wieder voll? Haben wir auch. Wir haben ja Hydrogen, O2 Generator. Ja, aber ich bin einfach nur ausgestiegen. Hab nichts gemacht. Dann ist dein Spiel verbuggt gewesen, vielleicht. Ja, gut, ich bin auch die ganze Zeit auf dem Weg hierhin verreckt, also natürlich war das. Und jetzt stirbst du wahrscheinlich gleich. Ja, einfach plötzlich tot. Oder der Server lädt die ganze Zeit gar nicht. Und stürzt gleich wieder ab. Und du musst gleich wieder runterfliegen. Ehrenlos. So. Ja, das Weltall ist auch nicht so spannend. Aber eine Base bauen, wo man die ganze Zeit nur den Boden reinsetzt. Ist Spannung pur, yo! Also. Ich bin auch bald fertig mit den Nerven. Oh shit. Ja. Ich hab kurz geleckt beim Hinsetzen. Ja, wir kriegen jetzt hier ein paar Plüschis. Er hat geleckt beim Hinsetzen. Ach, als ob. Digga, das dauert noch so lange. Bagger. Hey. Mehr. So, da. So, guck mal. Ich mache eben kurz die Roboter aus, nicht wundern. Da haben wir unser Saberoid, da haben wir unseren Plushy Engineer. Toll. So, damit ich mal ein paar Steelplates abbekomme. Wenn du dich hier an das Terminal 6 setzt, dann, ne? Hast du links und rechts ein Plushy. Auf dem Tisch? Auf dem Tisch. Wie geil! Wie geil! Hä, und die konntest du einfach darauf setzen? Ja. Ist das der einzige Ort, den man benutzen kann? Oder kannst du wahrscheinlich überall hinsetzen? Nee, die kannst du frei bauen. Das ist einfach wie ein Block. Oh, cool, dass man die hier. Als Component brauchst du halt die Plüschis so. Nice. Und du musst die auch mit einem Grind, also, ne? Mit einer Säge abbauen. Ja. Kennt man. Kennt man. Ich mach das bei meinem Plüschtier auch so. So, hat er denn jetzt schon das ganze Uran rausgesammelt, oder? Ja. Components, gib mir den Scheiß her, dann können die Roboter wieder anfangen. 200.000 Uran, Digga. Platin haben wir auch 240.000. Digga, ich brauche nie wieder in den Weltall gehen. Oder hast du das schon eingebaut, dass, für die Refinery mit Yield? Nein. Mein Gott, weißt du, ich schwebe hier ewig lang im Nichts rum. Nichts passiert. Digga, weißt du, was ich hier gemacht habe? Ich habe hier eine ewig große Plattform hier, gebaut, Mann. Natürlich wieder, der Herr des Hauses hat hier mal wieder es nicht geschafft. Ne, das Haus ist nicht mal, das steht nicht mal, du Arsch. Der Herr des Hauses, Alter. Der Herr der Base. So, aber erstmal beobachten wir jetzt nochmal wieder den Herrn Stefan, wie er da unten alles baut. Aus der Ferne. Wieder auf Klo. Ja, sicher doch, Alter. Der hydrated, aber ich sehr gut, so viel getrunken, ey. Bis gleich. Der gut hydratende Boss, Alter. Kann ich mir eigentlich auch was zu trinken holen, aber das ist jetzt wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt, um vom Keyboard wegzulaufen. So, abonniert meinen YouTube-Channel ganz schnell. Ekelhafte Eigenwerbung an der Stelle. Sieht man mich überhaupt? Ja. Endlich setzt er sich dahin, wo man mich sehen kann. Ja, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Falls man das die ganze Zeit nicht gesehen hat. Ich habe Blöcke gesetzt. Wie heißt der denn? Genau wie mein Name. Totorolo. T-O-T-T-O.
O-L-O. Ich heiße überall gleich. Also, mein Name ist schon kompliziert genug, da sollte ich jetzt nicht mit mehreren Nutzernamen ankommen. Ich habe einfach vier O's in meinem Namen. Ich mache aber nicht Space oder was Sadie macht. Wir haben schon unterschiedliche Games. Ich mache viel auf Singleplayer. Und mit Dima habe ich auch ein Koop-Let's Play. Alter Schwede, ey, kann das mal aufhören? Ist hier schon fertig? Nee. Ey, man wird wirklich verrückt im Kopf, wenn man das Ewigkeiten macht. Setz, 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 setz. Ich mach das schon seit 2 Stunden oder so. Cedric glotzt auf irgendwelche Asteroiden und ich setze die ganze Zeit irgendwelche dummen Blöcke. Aber die Arbeit ist wichtig und richtig. Dann haben wir endlich mal eine Base und dann kann niemand reinschreiben, warum habt ihr keine schöne Base? Weil dann bin ich beleidigt. Da ist er beleidigt. Oh. Ja, also wenn jemand dann reinschreibt, schlechte Base, dann gibt's was auf die Fresse. Ganz einfach. So, hier noch eine so, was habt ihr gesagt? Wie heißt wer? Ich habe nur ekelhafte Eigenwerbung gemacht. Ach so, ja, okay. War ja klar, dass du direkt wieder alle auf dich ziehst. Genau. War klar, da ist mal kurz weg, ne? Plötzlich, plötzlich tauschen wir unsere Viewerzahlen, das ist ja komisch. Das wäre super weird. Null. Schamlos angebiedert hat er sich. Mann, Mann, Mann. Ekelhaft sowas. Boah, weg. Und dieser Baum hier, der nervt mich aber. Tschüss. Ja, mach den mal weg. Baum fällt? Vielleicht? Timber? Irgendwann? Fragezeichen? Tu das? Timber? Fragezeichen? Hallo? Timber? 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 Ah, ja. See you. Bye. Ja. Wie dieses Meme. See you. Bye. Have a great time. Und dann fadet einfach aus. War das der Understandable? Nee, das war ein anderer, ne? Doch. Understandable. Have a great day. Ja. Peace out. Oder so ein kleiner schwarzer Junge, der dann so Peace und dann verschwindet er einfach. Ja, 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 stimmt, ja, geil. Der dann so weird guckt, ne, so. Ja. Ja. Okay. Hm. Mit dem Becher in der Hand, wie in einer Party, oder? Geil. Ist auch eine super Situation für ein Meme, Alter. Ich liebe das Internet für so eine Bilder. Okay, wir haben Uran. Yes. Und es wird noch nicht, verarbeitet, weil Platin immer noch dran ist und das ewig braucht. Ja, okay. Dann haben wir ja noch Zeit, das hier Scheiß aufzubauen. So. Aber wir haben auch kein Gold. Wir brauchen Conduction Components und so. Wir brauchen Gold, aber wir haben Gold. Da muss ich nur mit dem. Ach Gott, ja, ich besorg schon Gold. Ach Scheiße. Ach Scheiße, Digga. Kommt so 5 Minuten nach Hause. Hast du das übrigens? Ach, scheiße. Hast du daran gedacht, mir noch Spaghetti mitzubringen? Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, scheiße. Ich wusste, da fehlt doch was. Alter, ist das viel. Stil. Und das ist auch noch nicht fertig. Ich werd verrückt. Viel Stil. Ja, ich muss gleich den Bohrer nochmal upgraden, dass der auch richtig funktioniert. Klingt wie jeder zweite Samstag bei mir. Alles klar. Weißt du, was der Trick ist? Zu zweit einkaufen gehen. Das machen wir schon ewig. Das hat aber auch andere Gründe.
Habe ich hier schon mal mit dem Ding gebohrt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, hier bin ich nur mit dem kleinen Schiff immer gewesen. Okay. Dann wird jetzt mal richtig reingesetzt hier, Alter. Dima ist ja heute nicht dabei im Stream. Das heißt, jetzt kann ich wieder sagen, und rein in die Olga. Fand er das cringe oder was? Ja, natürlich findet er das cringe, weil seine Mutter so heißt. Ach so. Hm? Ach so. Ja, deswegen ist das immer ein bisschen weird. Das ist mir aber auch gestern auch wieder passiert. Und dann so, Ist eine weirde Situation. Bisschen komisch. Ich meine das nicht so, Dima. Ja, okay. Ja, trotzdem scheiße. Man muss immer darauf achten, was für Freunde man hat und was für Jokes man bringen kann. Freundet euch nicht mit Vater noch mal. Freundet euch nicht mit jemandem an, dessen Mutter Olga heißt. Drin. Wichtiger Tipp. Wichtig und richtig. Oh, da ist Gold. Könnt ihr nie wieder mit gutem Gewissen diesen Spruch bringen. Ja. Schlimmes Leben. Überlegt es euch gut, mit wem ihr eine Freundschaft eingeht, ja? Du bist irgendwann Vater und dann redest du so mit deinen Kindern. Niemals mit jemandem anfreunden, der Olga als Mutter hat. Ne. So ganz weirde Lebenstipps. Ja, also andere Eltern sagen so, geh nicht mit Fremden mit oder pass auf, nur echte Freunde lügen dich nicht an oder so, ne? Und dann so, ja, mein Lebenstipp an dich. Weil ich hab so drunter gelitten. Mach nix mit irgendjemand, dessen Mutter Olga heißt. Ich habe so gelitten mein ganzes Leben. Mach nicht die gleichen Fehler. Uff. Das impliziert das doch, oder? Wir lieben Dima. Und die Mutter von Dima ist super. Die ist eine liebe, liebe Frau. Ich höre sie immer nur schreien. Also zu mir ist sie lieb. Das ist auch nur die Gästeerfahrung. Ja, wir haben nur die Gäste-Experience. Ja. Boah, seht ihr das hier? Über alles andere kann ich auch nicht urteilen. Das geht oh, ja nicht. Ist das sexy, Digga. Ich habe über die gesamte Fläche des Omega-Miners nur Gold. Guck dir die Scheiße an, Alter. Juicy. Warum habe ich jetzt schon wieder irgendeinen Sound gehört von Steel Plates? The fuck? Weil mein Setzen von Blöcken so durch die ganze Welt heilt. Wahrscheinlich. The fuck? Das ist einfach so ein massiver Bau hier. Das hörst du durch den ganzen Planeten. Aber ich habe die meisten Mauern gleich gesetzt. Aber ich glaube, die Ader ist sehr dünn. Ich glaube, jetzt gleich bin ich schon durch. So. Aber dann muss ich das ja auch noch schön machen, so eine Scheiße. Ja, guck mal an, sag es schon weg. Das ist eine super dünne Schicht nur. Bei den Privaten will ich mir auch ein bisschen Mühe geben, dass wir so ein bisschen geilen Ort haben, wo wir die Folgen anfangen können, wo wir die Folgen beenden können, genau. So ein kleiner schniekige Base. Ja, kannst du die Deko-Sachen später machen und erstmal die Funktionssachen? Danke. Was? 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 So, Steel Plates. Guck mal hier, meine Hydrogen-Flaschen sind übrigens ein bisschen geleert jetzt. Deswegen gehe ich vorausschauend, wie ich bin. Macht Sinn, ja. Wo hast du denn diese Lebensweisheit her? Ja, also man lernt ja immer mehr im Laufe seines Lebens und mit Freunden. Ja. Aber nicht von denen, die eine Mutter namens Olga haben. Nee, von denen kann man nichts lernen. Lernt man das leider nicht. Trotzdem tolle Menschen, aber man lernt halt nicht so viel von denen. Nee. Ja, habe ich halt von dir, ne? Muss ich auch offen und ehrlich zugeben an der Stelle. Psst, FC. Weißt, FC, psst. Was? Nix. Alex, red vor weiter. Panzerfaust ähnliches, was du in Stefans Fritze schießen kannst. Kannst du mal bitte ruhig sein? Es gibt einen Rocket Launcher, Digga. Es gibt einen motherfucking Rocket Launcher. Psst, psst, psst. Ja, mit Uran und Platin. Psst. Ja. Mein Gott. Ach, Mann. Hey, Stefan. Was? So, Steel Plates. Habe ich die Nanobots wieder angemacht? Muss ich jetzt deinen Streamchat aufmachen? Ich habe deinen Stream gar nicht offen. Warte mal. Ich mache den jetzt auf. Der ist leer. Ah, okay. Ich dachte, der hätte jetzt jemand bei mir. Da sind keine Intrigen drin. Er guckt lieber nach.
Ich plotte hier nichts. Okay. Lass mal eine. Ja, aber lass mal machen, Digga. Geheime Absprachen unter Streamern. Ganz strange. Und Zuschauer kapiert das so gar nicht. Wie soll man nur schreiben? Die Munition nennst du auch gerne Höflichkeit. Das ist ja schon ein bisschen weird. Ein gutes Benehmen. Also FC, geh am besten jetzt nicht zu Stefan und guck, was da geschrieben wird. Das würde dir nicht gut tun, glaube ich. Was Cedric sagt. Was Cedric sagt. Das wird schon stimmen. Passt schon. Achso, ja, okay. Wir plotten Anschläge gegen unsere Zuschauer. Was? Hm? Ich habe nichts gesagt. Was? Ich auch nicht, ja. War was? Nee, ich habe mich gerade erschrocken von meiner unüberlegten Aussage. Keine Sorge. Wer heißt dein Kanal? Genau wie ich heiße. Also, ich dachte, ja. Du hast eben Werbung gemacht. Wie? Also, dann scheint die ja nicht so gut gewesen zu sein. Wenn niemand weiß, wo und wie. Ich heiße überall gleich, Leute. Überall. Aber nicht im echten Leben. Das wäre ein komischer Name. Stefan Totorolo? Nee, Totorolo Stefan. Ah. Stefan ist ein Nachname. Das wäre der dümmste Name. Ja, auch als Vorname ist der dümmste Name. Das wäre voll dumm. Voll dumm. So, hier mache ich, glaube ich, ein Fenster rein. Das kann man. So, ich denke, sehen. Ich habe genug Gold. Gucken wir mal. Au. Ach, geht nicht. Okay. Au, Gold? Ah ja, Gold geht. Stefan ist der Mädchenname. Ja. 51.000, 26.000, 70.000, 90.000, 175.000, 45.000, 46.000, 86.000, 27.000, 83.000, 70.000, 50.000, 84.000, 151.000, 28.000. So, Chat, habt ihr zusammengerechnet? Ich erwarte die Lösung in 2 Sekunden. Sonst nachsitzen. Sonst nachsitzen. Immer drohen. Ja. Wir schießen euch ab. Ja. Ihr kommt in den Nachsitz. Zum Nachsitzen. So, wie tief war das? 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier ist die Wand, okay. Oh, hier ist ein. Warte, kann ich da eigentlich auch? Kann ich das auch akzeptieren? Was? Ja, ist ein Parachute, einer von deinen. Versuch. Ist ja was drin, ne? Oh Gott, es ist unkontrollierbar! Ja, oh! Ja, Badger Grinder. Einfach geklaut. Nice. Wie geil. Ja, du hast ja auch kein Signal gesehen, ne? Ich habe nur das Parachute gesehen und dann bin ich hin. Ja, perfekt. Hier siehst du, genau so bringst du die Leute zu deinem Stream. Guck mal an. Ey, Stefan, ich hab schon gesagt, dass es mein Name ist. Aber egal. YouTube-Channel wichtiger, immer noch. Ja, aber der Twitch-Kanal ist ja der erste Step, Mensch. Ja. Die Customer Journey. Awareness, Consideration, Purchase, Retention. Fluktuation und Advocacy. Ist mehr. Hier sind mehr Leute. Man kann ihnen direkt sagen, dass sie abonnieren sollen. Alter, ich hab die Wände fertig. Ich bin. Okay, die unteren Wände habe ich fertig. Aber I did something. Da ist der. Oh Gott, ich muss mal bremsen. Vater. Oh, komm zurück. Also ich habe jetzt so viel Gold im Inventar und wir haben noch Platin und Uran. Das wird halt alles nicht verarbeitet, ne? Das braucht alles noch ewig. Wir brauchen die Raffinerie-Ketten da hinten von dir dann. Sonst dauert das alles ewig. So, also die Raffinerien hier, die hier schon fertig stehen, da können wir ja eigentlich jeden Module dran klatschen. Die Raffinerien laufen gar nicht, die hier hingesetzt sind.
Ja. Richtig. Gut. Muss ich eigentlich nichts machen. Kann ich ja weiter meine tollen Wände setzen. Und wieso laufen die nicht? Hm. Weil die einfach ausgeschaltet sind. Oder die kann man auch anschalten. Ich hab sie ausgeschaltet. Aber wir können sie doch anmachen. Ja. Ich hab's ausgeschaltet wegen Stromsparen und so. Weil ich hatte ja nichts zum Verarbeiten. Vielleicht machen wir... Oh mein Gott, wie viel das kaputt gemacht hat. Fuck you. Was hast du gemacht? Ach, das ist runtergefallen. Uff. Ich wollte das abbauen, weil ich das anders hinsetzen wollte. Hast du hier Heavy? Ah, nee, du hast Light Blocks. Hast du hier außen Heavy Blocks? Ich habe außen Heavy Blocks gemacht. Nee, hier sind Light Blocks. Ja, also die Rahmen. Ja, aber wo ist dann... Die Rahmen weißt sind du, wie lange das dauert, das ist jeweils 150 pro Block. Ja. Das hinzusetzen. Die Base komplett aus Metal Grid zu machen ist... Ja, dann braucht das halt ein bisschen, aber es soll ja auch halten, wenn wir uns hier anlegen. Dann möchte ich nicht, dass die hier direkt irgendwie alles kaputt schießen. Können wir mal gucken. Vielleicht machen wir einfach die restlichen Sachen, die wir noch nicht gemacht haben, jetzt mit Heavy Grids zu am Rand. Nicht der Boden... Aber Decke und Wände auf jeden Fall. So. Ich würde jetzt nicht die Wand wieder wegreißen, das dauert viel zu lange. Aber so das, was jetzt noch übrig ist, einfach damit Heavy Grids. Die machen ja alles automatisch. Wir brauchen ja nur Eisen liefern und dann zack, Grids, Steel Plates, kein Problem. Braucht ja nur ein bisschen, aber wir sind ja auch noch ein bisschen drin. Ich sehe da nicht das Problem. Ja, mache ich die oberen Wände mit Heavy. Eine andere Sache. Ich habe hier jetzt, ich würde jetzt mal sagen, bei deinen Raffinerien, ja? Die letzten vier, da würde ich jetzt mal mit einem Sorter sagen, alles an Uran bitte da reinliefern. Und dann mache ich die, alles an Uran und Platin, lasse ich da reinliefern. Ja. Leck. Und dann kommen da nur Yieldringer an. Ja, wir können ja einen, kannst ja auch einen Sort im Sorter einstellen, dass es auch Platin zieht, ne? Dann ist das für die geilen und auch Gold. Für die geilen Ressourcen, dann ist das aber unser. Gold, aber Gold brauchen wir ja nicht unbedingt, oder? So viel, also ich das Gold auch. Wenn wir Jump Drives machen, brauchen wir 1000 Stück. Und das ist alles Gold. Ja, aber Gold haben wir doch auf dem Planeten, das kriegen wir ganz easy. Für den anderen Scheiß, da müssen wir halt ewig fahren, bis wir das bekommen. Deswegen würde ich da Yield machen. So, ich würde das so machen, dass ich hier einen Sorter rein und einen Sorter raus mache. Weil irgendwie müssen die Ingots ja auch wieder raus. Das ist also quasi eine Loop. Aber ich glaube, so muss man das auch machen. Und zwar, hier müssten jetzt Whitelist und da kommen... kann man das sortieren? Nee. Da möchte ich gerne Uran mit Uran-Ingot whitelisten und Platin. PPP, Platin-Ingots. Da. Die sind whitelisted und die möchte ich drain all. So, die kommen raus. Dann will ich alles rein drain, was an Uran-Ohr und Platin-Ohr ist. Ja eigentlich. Scheiß drauf. Das sollte doch funktionieren. Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Scheiße, ich hab das gerade zu früh gemacht, oder? Kommt auf einmal so ein Interior Plate von irgendwo hergeschossen. Hä? Ja, ich baue gerade so Blueprints hin und dann fällt auf einmal so eine Interior Plate runter. Hä? Ja, moin. Platin-Ohr rein und. Ja, komm, hier mache ich einen Block hin. Meine Fresse. Und Uran. Dazu darf ich auch mal einen Block setzen.